Willkommen zu einem Advice Video Tutorial. In diesem Video lernen Sie, wie Sie Object Displays aus der Standardbibliothek verwenden, sowie die Dynamisierung mittels Quick Dynamics. Legen Sie als ersten Schritt ein neues Testdisplay an. Navigieren Sie hierfür zu Server, Mein Server, Displays und rechtsklicken Sie auf Main. Wählen Sie Display hinzufügen aus dem Kontextmenü. Nachdem Sie dem Display einen Namen gegeben haben, bestätigen Sie die Eingabe mit OK. Das neue Display sehen Sie, wenn Sie den Ordner Main ausklappen. Öffnen Sie mit einem Doppelklick das Display im Grafikeditor. Suchen Sie in der Bibliothek nach der Balkenanzeige. Ob horizontal oder vertikal bleibt Ihnen überlassen. Fügen Sie das Object Display via Drag and Drop im Display-Bereich ein. Suchen Sie nun nach dem VIP-Schalter. Wieder bleibt Ihnen überlassen, ob Sie den breiten oder schmalen wählen. Fügen Sie auch dieses via Drag and Drop im Display-Bereich ein. Um an die eingefügten Elemente heranzuzoomen, können Sie entweder eines der Zoom-Werkzeuge aus der Werkzeugleiste verwenden oder drehen Sie einfach am Mausrad, wenn sich der Cursor im Display-Bereich befindet. Jedes Object-Display hat einstellbare Parameter, um es so genau wie möglich an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Selektieren Sie den VIP-Schalter und klappen Sie die Parameter im Attributbereich aus. Setzen Sie Schrittweite zum Erhöhen und Verringern auf den Wert 5. Öffnen Sie Optionen und geben Sie als Minimum den Wert 0 und für Maximum den Wert 100 an. Selektieren Sie nun die Balkenanzeige. Geben Sie als Beschriftung Motor 1 ein. Als Einheit setzen Sie RPM. Minimum und Maximum bleiben unverändert. Um den beiden Object Displays eine gemeinsame Basis für das Lesen und Schreiben von Werten zu geben, müssen Sie nun einen Datenpunkt anlegen. Rechtsklicken Sie im Projektbaum auf Objekte und wählen Sie Datenpunkt hinzufügen, Datenvariable, int 32. Geben Sie als Namen Motor 1 ein. Wenn Sie die Eingabe bestätigt haben und den Ordner Objekte aufklappen, sehen Sie darunter den neuen Datenpunkt. Nun müssen beide Object Displays mit demselben Datenpunkt verknüpft werden. Selektieren Sie hierfür beide Elemente. Im Attributbereich können Sie nun die Base-Adresse für beide gleichzeitig setzen. Klicken Sie in das leere Wertefeld neben dem Base-Parameter und anschließend auf den Button mit den drei Punkten. Wählen Sie den Datenpunkt, den Sie gerade angelegt haben, aus und bestätigen Sie mit OK. Die Adresse des Datenpunkts ist nun eingefügt. Drücken Sie die Enter-Taste, um die Wertänderung zu bestätigen. Bitte speichern Sie nun das Display. Um das eben erstellte Display im Browser zu visualisieren, wählen Sie im Advice-Bildermenü Aktionen, Webbrowser für Server starten, Mein Server, HTTP 1. Navigieren Sie mit der Maus über das Ordnersymbol und wählen Sie darunter Ihr Testdisplay mit einem Klick aus. Sie können den Wert des Datenpunkts nun mit dem VIP-Schalter innerhalb des angegebenen Minimum- und Maximumwerts ändern. Wechseln Sie wieder zurück zum Advice-Bilder. Nun erstellen Sie eine selbstgezeichnete Stopp-Schaltfläche, die den Wert auf 0 zurücksetzt. Um exakte Eckpunkte zu setzen, aktivieren Sie in der Werkzeugleiste Raster anzeigen und Raster fangen. Wählen Sie aus der Werkzeugleiste das Polygon-Werkzeug und zeichnen Sie die Form einer Stopptafel. Der letzte Punkt muss mit einem Doppelklick gesetzt werden, um den Editiermodus zu beenden. In der Attributleiste können Sie nun die Füllfarbe auf Rot und die Konturfarbe auf Schwarz setzen. Eine einfache Möglichkeit, dieses Element zu dynamisieren, sind Quick Dynamics. Wählen Sie in der Werkzeugleiste Quick Dynamics Datenpunkt setzen. Der zu setzende Datenpunkt kann genauso wie zuvor bei den Object Displays gewählt werden. Als zu setzenden Wert geben Sie 0 ein. Bestätigen Sie die Konfiguration mit OK. Die neue Dynamisierung erscheint im Dynamisierungsbereich. Speichern Sie das Display und wechseln Sie zur Visualisierung. Nach Aktualisieren der Seite kann der Wert nun mit dem neuen Steuerungselement zurückgesetzt werden. Sehr gut! Sie haben Ihr eigenes Steuerungselement erstellt und dynamisiert. Sie wissen nun auch, wie man Standard-Object-Displays parametriert und Datenpunkte anlegt.